Dieser Bericht schockiert, neue Untersuchungen haben das potenziell tödliche Herdlandvirus analysiert. Die Krankheit kann schreckliche Auswirkungen haben, bis hin zum multiplen Organversagen. Eine Impfung oder Medikamente gibt es nicht. Das Coronavirus ist immer noch nicht verschwunden, doch schon gibt es schockierende Berichte über eine weitere Krankheit, die dem Menschen potenziell gefährlich werden kann. Im US-Bundesstaat Georgia wurde bei Untersuchungen jetzt festgestellt, dass Zeckenbisse für Menschen tödlich enden können, nachdem ein lebensgefährliches Virus auf den Insekten entdeckt worden war. Tödliches Herdlandvirus auf Rhonestarzecken kann sich auf Menschen übertragen. Gesundheitsexperten haben das sogenannte Herdlandvirus auf Rhonestarzecken entdeckt, nachdem die Krankheit zuvor nur bei Weißwedelhirschen in dem Bundesstaat nachgewiesen worden war. Das Herdlandvirus, das auch als Herdland-Bantavirus bekannt ist, wurde erstmals 2009 in Missouri entdeckt. Erst 2013 wurde bekannt, dass das Virus durch Zecken auf den Menschen übertragbar ist. Untersuchungen über neu auftretende Infektionskrankheiten legen nahe, dass eine von 2000 Zecken das Virus in sich trägt. Eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift Emerging Infectious Diseases, einer Publikation des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, veröffentlicht wurde, wirft ein wenig mehr Licht auf das Herdlandvirus, das potenziell tödlich sein kann. Schockstudien enthüllen Covid-Folgen und Pfizer-Nebenwirkungen. Symptome des Herdlandvirus: Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Appetitlosigkeit. Zu den Symptomen gehören häufig Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Appetitlosigkeit und ein großer Verlust an Thrombozyten, die für die Bildung von Blutgerinnseln zur Verhinderung von Blutungen wichtig sind. Einem Artikel von Dr. Tomislav Metrovic für News Medical zufolge kann eine Infektion mit dem Herdlandvirus tödlich verlaufen. Dr. Metrovic schreibt, es muss betont werden, dass das Herdlandvirus eine potenziell tödliche, sich schnell ausbreitende Infektion mit multiplem Organversagen und schwerem Schock verursachen kann, selbst bei Patienten ohne wesentliche Begleiterkrankungen. Keine Impfstoffe oder Medikamente bei Herdlandvirus. Es kann demnach 2 Wochen dauern, bis die ersten Symptome auftreten, wobei die meisten Bisse zu einem Krankenhausaufenthalt führen. Das Problem: Laut der US-Gesundheitsbehörde gibt es keine Impfstoffe oder Medikamente zur Vorbeugung oder Behandlung der Infektion mit dem Herdlandvirus. Folgen Sie news.de schon bei Facebook und YouTube? Hier finden Sie brandheiße News, aktuelle Videos, tolle Gewinnspiele und den direkten Draht zur Redaktion. Root News Day.